Willkommen zurück zu Digimon World 2. Wir müssen mal wieder unser Team ein wenig hochtrainieren, nachdem wir gerade DNA digitiert haben. Wir haben so ein Level 1 Otamamon momentan dabei. Das braucht erstmal wieder ein kleines bisschen, bis es einsatzfähig sein wird. Vor allen Dingen haben wir neue Aufträge gekriegt. Die Videodomain, SDSI-Domain und die Disk-Domain sind wieder als gefährlich markiert. Aber erstmal müssen wir unser Level 1 Digimon wieder ein klein wenig hochtrainieren. Also gehen wir mal in alten Dungeons zurück, bevor wir uns jetzt in die ganz, ganz neuen Dungeons wagen und schauen, dass wir da den ein oder anderen Level zurückkriegen. Hier gab es, glaube ich, die kleinen Crabmon-Teams. Genau, das war mal eben schnell hier die kleinen hochkriegen. Unser Heiler muss auch digitationsfähig gemacht werden. Damit unser zu trainierendes Vaccine-Digimon nützlich wird. Firebruster, ja, okay, da wissen sie natürlich sofort erledigt. Muss mal gucken, ob wir irgendwie so Level 4, 5 kriegen mit Otamamon. Dann können wir die nächste Fusion in Angriff nehmen. Ja, Level 2, hat Demidart wieder zurückgelernt. Ich befürchte zwar, Demidart brauchen wir nicht mehr, aber man nimmt es ja trotzdem alles mit, ne? Sicherlich werden hier noch irgendwo ein paar Mobs sein oder auch nicht. Da haben wir noch ein Patamon. Ja, dann auf in die Schlacht. Oh, Patamon ist auch alleine. Das ist traurig. Tut mir leid, Patamon. Dann Eastern Blasten würde ich mal eben ins nächstgelegene Paralleluniversum. Paralyze Bress. 39 Schaden. Ja, leicht tot. Ah, Level 3. Boltstrike gelernt. Tatsächlich, Boltstrike ist. Wenn wir irgendwann zu viele Techniken haben und Dinge vergessen können, ist Boltstrike das erste, was verschwindet. Boltstrike. Ding hat auf jeden Fall schon Level 3 erreicht. Da kommt die Truhe, können wir nicht mitnehmen. Okay, whatever. Nutzt jetzt keine Ressourcen drauf, da dran zu kommen. Sobald wir Level 4 erreicht haben, gucken wir mal, dass wir in eins der neuen Gebiete gehen. Ich will nur nicht, dass wir da direkt von den ersten Digimon ge-one-shottet werden, die wir da so finden. Da war nichts drin. Unspektakulär. Da haben wir noch mehr Crab-Crabs. Immer noch das gleiche Crabmon-Team, wie man sieht. Aber wir können ja einfach alle Wegfire blasten. Toy Flame. Firebruster. Tod und Vernichtung. Da steht nichts mehr auf. Gucken, ob da schon der nächste Level up ist. Leider bringen die Crabmons ja nicht so viel. Dafür fallen sie schnell um. Ja. Ah, Heiler hat den nächsten Level erreicht. Das ist nicht, was ich haben wollte. Und schnappen wir uns doch einfach noch einen. Kann nicht so schwer sein. MP-Disk. So. Wollen wir den platt haben, dann autopilotieren wir hier wieder raus. Doppel-Crabmon, das wird zwar unseren Feuerangriff ein bisschen schwächen, aber ich denke, das macht bei denen keinen wirklichen Unterschied. Möchte man zumindest hoffen. Nur so für den Falle eines Falles. Restlichen Angriffe aufteilen. Attack! Firebruster! Oh, der schläuft. Jo, Level Up, Goofy Level 4. Okay, wo ist unser cooler Autopilot? Da ist unser cooler Autopilot. Ring, raus hier. Ja, dann hoffen wir doch, dass in den neuen Gebieten ein paar Viecher sind, die wir halbwegs easy besiegen können. Mit Barkemon im Schlepptau. Na, komm zurück, Chief, bitte pass auf meinem Digibeetle auf. Ja, aber das hat mir eigentlich so gut wie neu, was auch sonst. Goodbye. Schön, dass wir das alles geklärt haben. Digibeetle ist so gut wie fertig und bereit für Aktionen. Ja, dann los geht's. Nicht so, dass wir irgendwas zwischendurch gerade machen wollen.
Dann reisen wir doch mal in den Westen in die Disky Domain. Schauen, was hier so rumläuft. Erstmal ein Bug, der uns gestohlen bleiben kann. Da hätten wir doch einen Gegner. Was seid ihr denn Schönes? Bettermann mit Siakumon und Otamon. Okay, das ist ein Team, das wir sonst im obersten Stockwerk erst getroffen hätten. Geht mal auf Otamamon, damit der uns nicht verwirren kann. Das wäre nämlich ganz, ganz schlecht. Wenn wir einmal verwirrt sind, dann gute Nacht. Siakumon ist sowieso schwer am Verteidigen. Das soll uns ja nicht so sehr stören. Fireburst! Bart 26, 26, 15. Und dann hoffen wir mal, dass wir ihn verwirrt kriegen. Das wäre natürlich das Einfachste. Nope, aber 18 Schaden. Dann hoffen wir mal, dass wir nicht verwirrt werden. Ach, come on, warum auf unseren Schwächsten im Team? Das war der niedrigste Level gerade. Electric Shock. Barkemon, das ist okay. Barkemon ist momentan das Zentrum hier. Flame macht 18 und da bleibt er liegen, sehr gut. Dann, warte mal, versuch du mal Siakumon zu verwirren. Und ihr beiden kümmert euch um Betamon. Ist fröhlich am Garden. Ich meine, umso besser, weniger Schaden für uns. Dauert der Kampf vielleicht minimal länger, aber der Schaden wäre wahrscheinlich momentan gefährlicher für unser Low-Level-Team. Arama is a bubble. Na, wir haben ihn tatsächlich verwirrt. Nice. Und Dolphlame. Das sollte das Ende für Betamon sein. Cool. Okay, dann müssen wir noch Siakumon eben erledigen. Du darfst tatsächlich mal eine Runde Garden. Die anderen kriegen sowieso Level-Ups von dem fetten Encounter hier. Klonk zonk. Cool. Win. Diese gigantische Schatten von Barkemon sieht schon weird aus. So, Level 5, Level 6. Das waren 59 Erfahrungspunkte. Okay. Das ist an sich keine schlechte Quote. Aber mindestens einen weiteren Level wollen wir auf jeden Fall noch haben. Da kommen wir nicht durch. Bevor wir Barkemon auch aus dem Team entfernen und das dann unseren aktuellen Leuten überlassen. Das nächste Stockwerk will ich eigentlich nicht. Das könnte ein bisschen zu heftig werden mit unseren Rookies. Naja, da kommen wir wieder in den Start zurück. Kann man nicht auf dem ganzen Stockwerk nur ein einziger Encounter? Das kann doch nicht sein. Wo sind die denn alle? Nope, ein riesiger Darkness-Raum ohne jegliche Gegner. Das ist ja traurig hier. Das ist ja Ewigkeiten leere Gänge erkunden, nur um am Ende des Tages quasi nichts gefunden zu haben. Pff. Es gibt scheinbar tatsächlich sonst hier keine Möglichkeiten, irgendwelche Encounter zu finden. Das ist traurig und beeindruckend zugleich. Da oben komme ich nicht durch, wegen den ganzen Hindernissen. Aha! Da haben wir einen Encounter gefunden. Hier ist eine Falle drin, aber wir sind es trotzdem. Drill Missile 2. Die können wir gut gebrauchen, wenn ich mir die ganzen Hindernisse hier so ansehe. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall in dem Bereich des Spiels, wo es notwendig werden wird, jede Menge von diesen Missiles und Entfernern mit uns rumzuschleppen. Ansonsten kommen wir niemals oben an den Zielen an. Ich fürchte allerdings auch, dass bevor wir überhaupt das nächste Mal irgendwo einen Boss herausfordern können, das jetzt eine etwas längere Leveling-Aktion wird. Und zumindest können wir dann die Dungeons mal kurz kennenlernen und schauen, was da so an Digimon drin rumtappert. Toy Frame! Bubble, Tamamon los. Okay, okay. Elektrikschock. Ich glaube, ich sagte schon mal, gut, dass das Ding paralysiert.
Du gehst auf Siakumon, du machst deinen Fireblast und Betamon wird dadurch nicht sterben, also machen wir auch die Toyflame. Und dann schätze ich, kriegen wir einen Pilz in die Gruppe, wenn wir unser Barkemon wegdigitieren lassen. Wird natürlich sehr traurig, unseren Fireblast hier zu verlieren. Für Levelzwecke. Attack Mist. Cool. Zum Glück war es nicht die Toyflame, die gemisst hat, sodass Betamon trotzdem stirbt und Siakumon nächste Runde sowieso erledigt sein wird. Okay, Stun Bubble, Eastern Blast, Toyflame. All die lustigen Techniken. Paranaise Bress. Klonk, klonk. Überleben gilt nicht, wir sterben. Dankeschön. 16 erledigt. Und wieder doppeltes Level Up. Das ist wenigstens eine positive Sache hier. Die Kämpfe gehen relativ schnell gegen die Viecher, wie gesagt, aber geht halt nicht, dass wir Barkemon nicht ebenso wieder neu hochtrainieren. Also back to the city. Willkommen zurück, Chief, pass auf meinen Digibeetle auf. Ja, lass halt mir. Wen denn auch sonst? Ist ja keiner da, aus irgendeinem Grund. Wenn wir zurückkommen, ist ja immer gehende Leere. Ja, können wir auch direkt zum Main Gate zurückgehen. Oder, ah ne. Oder? Doch, doch, ist richtig. Können wir. Hi, dein Digibeetle ist bereit. Ja, dann lass mich mal gehen hier. Ja. Okay, let's go. Wäre voll nützlich, wenn das Spiel einem erlauben würde, mit dem Autopiloten einfach auf die Karte zurückzugehen, weil dann könnte man einfach direkt zum Device Dome gehen. Das wäre alles viel simpler. Hallo komisches Team im Device Dome. Mit denen könnte man auch mal bei Gelegenheit wieder quatschen. Aber erstmal gehen wir jetzt eben DNA digitieren. Ja, bitte. Digitiere uns unseren Bogo-Busche. Kann ich digitieren? Achso, nein, nicht digitieren, DNA digitieren. DNA digitiere uns unseren Burgerbuschel zusammen mit unserem Woodmon. Jawohl, zu Mushroommon. Ein Pilzi. Jo, Pogobusche würde bei dem wirklich nicht mehr passen. Also bleiben wir bei Pilzi. Go. Ja, na. Willkommen im Team Pilzi. Wird sich wahrscheinlich irgendwann wieder zu Woodmon entwickeln. Gehe ich mal schwer von aus. Jo. Dann muss das Viech auch ins Team kommen. Digiline. Vom Server bitte. Bild sie in die Gruppe und dafür muss. Hm, warum bist du denn gerade im Team? Ich bin verwirrt. Dafür musst du natürlich weichen. Jo, und dann müssen wir noch mal eben schnell ein paar Krabben killen gehen. Ich quatsch mal eben mit den Typen, die hier rumstehen. Vielleicht haben sie was Sinnvolles zu sagen. Du sowieso nicht. Dieses Mädchen, das Techna Donner genannt wird, in der Fabrik hier rechts, soll eine geniale Erfinderin sein, aber die ist schon echt komisch. Toll, Daktum, du hast viel zu sagen. Zumindest, dass ich die Generatorteile ohne zu fragen geliehen habe. Aber dank dieser Teile hat meine Schwester jetzt einen Weg gefunden, dein Radar zu verbessern. Okay, sollte ich mal mit deiner Schwester reden, wo wir gerade da sind? Bist du nicht das süße Kind aus der digitalen Stadt? Ich habe gerade keine Zeit mit dir zu spielen. Mein Gehirn wirbelt gerade mit neuen Ideen. Ich denke, das ist ein Nein. Soll man an deinen Digibeetle-Teilen arbeiten? Nee, gerade nicht. Hier konnten wir die Digiparts-Teile kaufen. Okay, so war das. Ich hätte gar nicht in die Stadt gehen müssen, um Zeugs einzukaufen. Habt ihr zufällig hier einen Pegasus? Hier haben wir die Pegasus-Engine. Ah.
Okay, ich hätte das ganze Geld nicht verschwenden sollen für die andere Engine, die wir upgradet haben. Das war dumm. Okay, also wir brauchen erst die Pegasus-Engine für 20.000 und dann können wir den nächstbesseren Panzer haben. Ist schon mal zumindest gedanklich registriert, schätze ich. Gut, dass wir 20.000 brauchen und ein Zehntel davon als Belohnung für unsere Abenteuer gekriegt haben von unserem Boss, wobei wir 1.000 Wort wieder ausgegeben haben für Arena-Gebühren. Ist großartig. Die sind so nett zu uns hier in der Stadt. Glaubt man gar nicht. Dann killen wir gerade mal ein paar Krabben und Patamons. Ist das ja eigentlich komplett festgelegt? Hier ist wieder ein Patamon an der Stelle. Vielleicht ist das tatsächlich hier auf dem ersten Stockwerk komplett festgelegt, wie es aussieht. Let's go, Team. Wir haben ein neues Rookie-Level. Oh nein, das Viech kann nur Friendly Fire. Der hat sonst nur einen Counter momentan. Tja, dann muss das Viech wohl erstmal ein Level abkriegen, damit wir unsere Attacken zurückkriegen. Gut, dass unsere anderen Kollegen hier ein bisschen Schaden machen können. Ich hätte aber lieber ein Crabmon-Team gefunden statt nur das Patamon. Die geben jetzt nicht so viele Erfahrungspunkte. Aber Pilze braucht dringend einen Angriff. Ja, dankeschön. Eastern Blast. Können wir die Stun Blast bitte hoch tun und Friendly Fire runter tun? Das wäre ein Traum. Dankeschön. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Reaktion, womit wir Gegner vergiften können. Das ist gar keine so schlechte Sache, weil ein paar unserer Leute haben ja Party Time. Das war sehr effektiv. Und Party Time macht ja mehr Schaden, wenn Gegner vergiftet sind. Ne, hier ist jetzt auch ein Patamon, hier ist keine Crabmon-Kombi. Ja, komm her. Okay, wir das Vieh halt eben. Level 3 will ich mindestens sein. Breitseite. Und jetzt hast du halt den Eastern Blast zurück, womit wir wieder normal draufhauen können. Anamaisebabberin. 36 Schaden. So weit, so gut. Und Toy Flame. Nee. Cool. Wir werden uns dann auch relativ bald wieder auf Abenteuer begeben müssen, um direkt die nächsten DNA-Digitations-Digimon vorzubereiten. Denn das ganze Spielchen hier werden wir noch öfter spielen müssen. Mit dem DNA-Digitieren und wieder hochtrainieren. Landminen hier. Ist mir egal, da ist eine Falle drin. Mal einfach auf. Ein HP-Disk. Und wir können uns wieder geradeaus bewegen. Wir haben nicht einen einzigen anderen Schritt gemacht. Also, effektiv. Oh, ist doch perfekt. Da kommen die Encounter, die ich quasi haben will. Und dann können wir den Dungeon hier auch wieder verlassen. Crap, crap, crap. Eastern Bubble wir hier. Toy Flame wir da. Und Eastern Blast wir dort. Analyze Babadu. Genau was die Welt braucht. 41 Schaden. Dead. Oh. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben mit dem Fokusfeuer auf die Crabmons. Mein Fehler. Ja, eure Scherenexekution hat ganze 6 Schaden gemacht und das auf dem Level 2 Gegner. Es ist hocheffektiv. Ich würde darüber nochmal schlafen und vielleicht an einer Technik fallen. Last Bubble. Wonk. Man darf ja nicht vergessen, es ist schon ein paar Mal DNA digitiert worden. Super schwach ist Otamon ja nicht, sobald es wieder ein paar Level erreicht hat. Und wir haben unseren Electric Shock zurück. Den wir nie benutzen, aber wir haben ihn. Next, please, Crabmons. Dann geht ihr beiden halt auf das rechte Crabmon. Aber weiße Bubble.
Bonk. Verwirrt. So ein armer Kerl aber auch. Toy Flame. Schön, Eastern Blast. Jawohl. Und da ist er wieder platt. So, kriegen wir unseren Level-Up. Bitteschön, Dankeschön. Jo, Level 4 auf Bilzi. Dann sollte er jetzt on par sein mit den Viechern in der neuen Domäne. Also autopilotieren wir mal wieder darüber und dann können wir da unsere Level zurückholen. Ja, lange nicht gesehen. Komm zurück, Alex. Chief, pass auf mein Dingebiet auf. Ist wichtig. Jawohl. Salut. Ab zu Main Gates. Dingebiet ist bereit, so gut wie neu. Ja, dann lassen wir uns nicht lumpen. Auf geht's zurück in die, ich glaube, es war die Videodomain. Ich glaube, es war die Videodomain. Ne, die Disk-Domain. Auch wenn hier scheinbar zu wenig Gegner rumflitzen. Teleporter nach oben. Cool, aber nein. Ach guck mal, da ist sogar noch eine andere Digimon-Kombi, die wir hier drin noch nicht gesehen haben. Was habt ihr dabei? Das ist Betamon und Tamon, Gatsumon, Kunemon, Dokunemon, die Kombi. Ja komm. Müssen wir nur schauen, dass wir Dokunemon schnell erledigen, aus offensichtlichen Gründen. Versuch's Gatsumon zu verwirren und ihr beiden geht bitte auf Dokunemon in der Hoffnung, dass das reicht. Heiler ist ja auch schon Level 8. Toy Frame! Ja, 34 Schaden. Bleibt sogar in einem Schlag liegen, ja Mensch. Haut richtig rein, das Team. Wenn die Level erstmal zurückgekehrt sind, dann kann man damit sofort wieder was anfangen. Ich glaube, wir hätten sogar das Potenzial gehabt, alle drei einfach zu erledigen, ohne dass sie dran gekommen wären. Wer hätte das erwartet? Da habe ich tatsächlich nicht mitgerechnet. Ist so dermaßen einfach umfallen können. Ich meine, wir sind Level 7, 8 und 4. Die sind Level 2 und 3 oder so. Nichtsdestotrotz. So Viecher werden stärker. Toyflame. Schön, wenn man einen Fortschritt bei seinen Viechern sieht, dann lohnt sich das ganze Level hier. Wenigstens in irgendeiner Form, ist auch ordentlich Arbeit. Die Level jedes Mal wieder nachzuholen. Okay, dann holen wir uns mal dieses Betamon, das sich nicht mehr bewegt, aber trotzdem immer unsere Zeit frisst, wenn es dran ist. Damamon, Betamon, Siakomon. Standard hier. Teufelflame dort und dann ein Eastern Blast hier. Attack! So eine Runde Verwirrung wäre mal nicht schlecht, aber da haben wir momentan proc-technisch nicht viel Glück mit. Eastern Blast. Auch keine Paralyse. Ja Mensch, also momentan wollen die Hacks so gar nicht, gar nicht. Er ist dran, Stun Bubble. Mindestens wirken sie auch nicht auf uns. War zumindest ein bisschen was wert. Toy Flame! 17 Schaden hat ihn nicht gekillt, aber ich habe gehofft, zwei Angriffe werden noch erreichen. Fetzer habe ich falsch geschätzt. Oh, und Siakomon greift auch mal an mit Black Pearl. Genau selten genug. 14 Schaden. Okay, ist aber so gut wie erledigt. Dann gucken wir mal, dass er verschwindet. Ihr beiden fokussiert euch dann auf Betamon. Sind wir schon mal potenzielle Verwirrungschancen bei den Gegnern los. Das macht das Team schon mal komplett ungefährlich. Teufel! Dürfte ruhig ein bisschen mehr Damage machen. Wahrscheinlich gilt Toy Flame auch als Feuerangriff und hat ja irgendwie einen Nachteil auf dem Wasseruntergrund, auf dem wir uns gerade bewegen.
Jo, Petermann auch weg. Was ist denn mit Jakumon los? Er hat schon zwei Runden in Folge angegriffen. Black Pearl. Richtig gute Laune hier, das Viech. Volle Breitseite mit allem. Macht's weg. Dann könnten wir Level-Ups gebrauchen, um unsere HP wieder zu regenerieren. Ein bisschen dezimiert worden gerade. Aber die Viecher haben ja gute Level. Die sollten eigentlich Level-Ups für all unsere drei geben. Hoffe ich zumindest. Paralyzed Breath. Und Toy Flame. 15. Jo, erledigt. Schön. Schön, schön. Level up für Heiler und Pilze zumindest. Kein Level für Guffel, dem fehlt ein Erfahrungspunkt. Das ist ja ein absoluter Traum. Zumindest schön, hier überhaupt mal ein paar mehr Gegner zu sehen. Da vorne links war auch noch ein Encounter. Oh, ist sogar alles voll. Ich schätze, beim letzten Mal hatten wir einfach nur Pech, dass so dermaßen wenig Gegner hier drin waren. Der Dungeon kann offensichtlich auch anders. So, das ist das Team, wo wir eigentlich das Potenzial haben sollten, wie ich gerade eben gelernt habe, einfach alles niederzureißen. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Nicht gut, weil Attack Mist. Das ist natürlich... Das ist ja wohl ein Scherz. Ich glaube, wir haben es noch nie im gesamten Spiel gehabt, dass zwei unserer Angriffe daneben gegangen sind und das hat ihn jetzt noch nicht mal gekillt. Hey, haben wir eben noch darüber gesprochen, dass wir potenziell vielleicht alle innerhalb von einer Runde killen können? Wie wäre es, wenn wir stattdessen niemanden in dieser einen Runde killen? Und die Paralyse hat auch nicht geholfen, sodass er sofort seinen Eastern Blast rausgeht und uns stattdessen paralysiert. Holy Vollkatastrophe. Und er macht Invisibility. Ach. Krieg zu viel. Haben wir hier Toy Flame und den aus Eastern Blast auf Kunemon. Ich mag mal wieder, wie die Invis. Was ist denn kaputt mit dir? Ich meine, er war jetzt paralysiert, aber bei den Gegnern wäre die Paralyse wie immer in der ersten Runde ausgelaufen, im Gegensatz zu uns. Eastern Blast. Tja. Vielleicht ist es der Waldboden hier, der uns Probleme macht, aber ich sehe nicht mehr ansätzlich plötzlich das Potenzial, die alle zu one-shotten. Ah, er hat angegriffen, okay. Aber das stand nicht able to aim, also scheint die Invisibility immer noch zu halten, ne? Ach, ich hasse, wenn das nicht ausläuft. Okay, du greifst ihn an, du greifst ihn an, du kannst dich verteidigen. Attack Mist! Hey, Paralyse hat schon zwei Runden in Folge verhindert, dass wir attackieren dürfen. Wie oft ist das schon bei Gegnern passiert? Noch nie? Ach so, okay. Hm, verstehe. Nein. Invisibility sollte einfach nicht funktionieren, wenn du schon invisible bist. Ja, dann geht jetzt das gute alte Guard-Spiel wieder los, bis Invisibility ausläuft. Boah, diese Dokunemons sind so schlimm, wenn man sie nicht in der ersten Runde killt. Aber Attack Mist. Da hätte man vielleicht auch mal ein bisschen an der KI fallen können. So minimal. Einfach nur, dass er nicht Techniken benutzt, die ihn unangreifbar machen, während der Gegner keine anderen Ziele hat. Ist doch völlig unnütz. Oh, das ist schon wieder nicht in der ersten Runde direkt ausgelaufen. Okay, das heißt, er ist jetzt unsichtbar und, ja, ist jetzt unsichtbar. Kann schon ziemlich unfair sein mit dem Unsichtbarsein. Und er greift an und ist immer noch nicht wieder angreifbar. Tja, Invisibility funktioniert offensichtlich exakt genauso wie jede andere Statusveränderung auch. Es hat zwar eine relativ hohe Chance, einfach auszulaufen, aber es hat halt auch eine Chance, ein paar Runden zu halten und dann ist man halt einfach unangreifbar, oder? Dann ist das so. Ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch echt nicht sein.
Kuffel ist übrigens auch immer noch paralysiert, will ich mal anmerken. Das geht scheinbar einfach nicht weg, während man guardet. Nur wenn man angreift. Man kann für immer guarden. So, ich bin jetzt giftig. Wie ist das immer noch nicht weg? Diese Invisibility hält jetzt für 5 Runden oder so. Ich bin übrigens giftig, sei vergiftet. Okay, er ist vergiftet. Schön. Wir haben immerhin etwas erreicht. Ich wette, das Gift ist gleich wieder ausgelaufen. Alter. Was ist das? Ich hasse diese Dokune-Mons. Immer das gleiche mit denen. Hey, man darf ihn wieder attackieren, aber er hat Invisibility benutzt, also können wir ihn wieder nicht mehr attackieren. Was macht das Gift eigentlich? Ist es irgendwie da? Es macht auf jeden Fall keinen Schaden pro Runde, wie Gift das meistens so täte. Ich meine, ich weiß, dass Gift auf jeden Fall dafür sorgt, dass wir... Oh, die Paralyse ist geheilt. Nach wie vielen Runden? 1 Million? Es geht also doch auch über Garden. Wir hatten einfach nur jetzt 10 Runden oder so Paralyse drauf. Halleluja, wir dürfen endlich angreifen. Wie konnte das geschehen? Meine Güte. Das hat ja nur mal eben irgendwie 5 Minuten gekostet. Und das nur, weil das Viech nicht im ersten Angriff gestorben ist, weil der Angriff daneben gegangen ist. Boah. Ich meine, da wir heute sowieso nur leveln, mit der Gefahr auf eine super lange Folge oder so, machen wir hier noch einen Encounter. Wir haben da vorne noch so ein paar Bittermons rumrennen, die vor uns abhauen, Drecksviecher. Kommt her. Noch eine Otamamon-Betamon-Si-Yakumon-Kombi. Dann kümmern wir uns dieses Mal wieder fokussiert auf Otamamon, um Otamamon, mit Otamamon. Um jeglichen Möglichkeiten der Verwirrung vorzubeugen. Si-Yakumon wehrt sich glücklicherweise in dieser Runde mal wieder nicht. Und dieser Encounter hat außer der Verwirrung glücklicherweise auch sonst keine Gefahren. Also wenn Otamamon einmal weg ist, dann... ist dieser Encounter auch quasi gelaufen. Paralysiert mit dem letzten Angriff. Hey, wie sich das gehört. Wo es nichts mehr macht. Ja, ja, 18 Schaden auf uns. Dann geht es weiter mit der vollen Breitseite auf das Betamon. Attack! 21 Damage. Teufeling! 20 Damage. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange, dann haben wir die Digitation und dann die Fusion für Clear Agumon. Wir gehen stark drauf zu. Jo, der ist erledigt. Black Pearl Shot. Aua, 17 Schaden. Toy Flame, Eastern Blast, volle Breitseite. Attack! Toy Frame! Klink-Klonk. Stun Bubble, 19, Klink-Klonk. Und der Eastern Blast, das sollte es dann hoffentlich gewesen sein. 22 Schaden und das war's. Jawohl, sehr gut. Schön, wenn die Encounter nicht 3 Stunden dauern. Level up, Level 10 für Heiler. Sehr gut. Es wird, es wird. Und dann haben wir hier schon wieder diese coole Truppe hinter uns hängen. Die an sich keine Gefahr darstellen sollte. Mit Betonung auf sollte. Du Stun Bubbles ihn, du Toy Flames ihn und du Stun Blasts ihn. Bitte nicht wieder alles verfehlen. Vielen Dank. Stun Bubble. 28 Schaden. Leider nicht verwirrt. Stun Blast. 21 Schaden und paralysiert. Okay. Und die Toy Flame. 29 Schaden. Das hat ihn nicht gekillt? Das hat ihn doch eben gekillt. Warum hat ihn das dieses Mal nicht gekillt? Oh, jetzt darf er wieder Invisibility benutzen, wenn er... Oh.
Ich hasse es. Warum? Was hat ihn noch eben gekillt? Wir haben doch sonst immer so feste Werte hier. Okay, er macht einen Angriff. Glück gehabt. Natural Threat. Ja, noch einen einzigen HP übrig. Natürlich. Was auch sonst. Ist wieder auf Dokunamon. Und dann hoffen wir mal, dass sie jetzt alle bitte sterben. Bitte danke gerne. Stumbubble. Und dann verlassen wir den Dungeon erstmal wieder für Reset des ersten Stockwerks. Toy Frame. 29. Jo, erledigt. Eastern Blast. Und das war's. Yay, wieder eine sinnvolle Paralyse beim Tod. Boah, das ist ja was hier. Level Up für Guffel, noch 68 für Heiler, dann darf er digizieren. Das ist ja tatsächlich nicht mehr viel. Okay, wir benutzen erstmal den Autopilot, dann sind alle wieder voll geheilt und wir können das erste Stockwerk hier zurücksetzen, um noch ein paar Betamon-Teams hier vorne zu treffen und dann relativ schnell beim nächsten Mal Level 11 zu erreichen für die Digitation. Komm zurück, Alex! Chief, bitte pass auf meinen Digibeetle auf! Überlass das mir, ja, wie üblich. Ist leider sehr grindlastig an diesem Punkt des Spiels. Eigentlich jedes Mal, wenn wir gerade DNA digitieren mussten, aber dadurch, dass wir jetzt stärkere Gegner haben, könnte es schlimmer sein, muss man sagen. Also der Grind könnte noch länger dauern. Man hätte uns Level 1 und 2 Gegner hinsetzen können ausschließlich, dann würde das wieder so lange dauern wie am Anfang des Spiels und dann würde man hier wirklich die Krise kriegen, wenn man jedes Mal 2 Stunden levelt, um überhaupt wieder auf Level 7 oder so zurückzukommen. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir eine neue Digitation sehen werden, eine neue DNA-Digitation sehen werden und unser Team dann so langsam aber sicher wieder in Richtung brauchbar gehen sollte. Abgesehen davon können wir uns vielleicht nebenher drum kümmern, mal ein Digimon zur Vorbereitung zu fangen für zukünftige DNA-Digitationen. Da müssen wir mal ein bisschen rumlaufen. Bis dahin. See ya.